Georginas Rachefeldzug ist leider immer noch nicht beendet. Zwillinge? Ja. Sie hat die befreiten Kleiderschränke schon verteilt. Also wir haben drei offene Schränke und eurer bleibt zu, weil ihr habt jetzt seit 5 Tagen einen offenen Schrank. Ihr habt niemandem was zum Anziehen angeboten. Niemanden. Nein, Georgina, nein. Ich habe versucht, das hier ganz, ganz fair zu regeln. Die Zwillinge haben die gleiche Kleidergröße. Die Zwillinge haben das gleiche Alter. Und dann haben sie einen Schrank offen, deswegen können sie sich alles teilen. Habe ich ihnen gesagt, sie sollen bitte darauf verzichten. Und wir anderen drei Frauen bekommen das dann. Das wären Andrea, Kate und ich, die dann noch einen Schrank geöffnet bekommen. Und im Gegenzug dazu habe ich ihnen angeboten, dass sie alle meine Klamotten anziehen können. Ich habe von euch nicht ein... Ihr seid total egoistische, eklige Mädchen. Ihr habt mir nicht ein einziges Mal ein Bikini egoistische, eklige Mädchen? Alter, Betty, jetzt geht's, ne? Das ist auch krass. Die Folge heißt... Der Schrank. Boah, prima Idee, Willi. Der Schrank. Nur mit echt goldschem Akzent und ganz viel frisch gezapften Tränchen. Ey, jetzt hier ist der Arrogant. Soll ich jetzt die nächsten Tage so rumlaufen oder was? Ich hab auch Kleid. Ich bin arrogant, ja, aber wieso gibst du mir denn da nichts? Geht's noch? Wir haben alle. Ihr kriegt keinen Schrank, Pech. Mit Georgina sich anzulegen, so als junges, ruhigeres Mädel, da bist du doch chancenlos. Ganz ehrlich, die haut halt dir alles um die Ohren. Auf einmal geht's um Schränke, Frauenkleider und zack ist die Stimmung also richtig aus dem Ruder gelaufen. Ja, ihr habt allen etwas gegeben. Ich hab euch nichts bekommen. Es tut mir leid, aber wenn du nicht, du fragst immer die. Ich muss dich nicht fragen, Schatzi. Entweder gibst du mir was oder ciao. Ich hab Kate angeboten. Ich hab allen angeboten, mal unser Kleider. Seit 5 Tagen hast du mir nichts gegeben, danke. Was du gerade machst, geht gar nicht. Ich habe allen etwas angeboten, allen. Ich finde, wir sind einer der hilfsbereitesten Menschen in der Sala. Die Löwenbabys haben sich halt einfach gerade mit der richtigen ausgewachsenen Löwin angelegt. Ey, spinnst du? Ich glaube, du spinnst. Ja, ich bin leid. Tut mir leid, ich habe Andrea, ich habe mein Kind. Ich habe allen etwas angeboten. Komm. Man muss schon Eier haben, um sich mit Georgina anzulegen. Entschuldigung, dass wir nicht so arrogant sind und Versace nicht tragen. Die heulen jetzt voll. So arrogant. Da haben leider die Zwillinge natürlich schlechte Karten, wenn sie einmal loslegt. Ne? Die beiden Zwillinge tun mir halt schon so leid, so, weil die würden wirklich keiner Fliege was tun. Die sind eine nette Seele. Dann sind die Zwillinge total ausgerastet und haben angefangen zu heulen, aber zu brüllen und zu schreien und zu keifen. Ja. Georgina, du hast meiner Schwester die Tränen in die Augen gegeben. Weißt du, was das heißt? Ja, weil du die Frage falsch gemacht hast. Nein, ich? Ja, ich hab dir gesagt. Aber ich wollte nur das Beste. Ich hab dir gesagt, Melissa. Ich wollte nur das Beste. Hör jetzt auf zu heulen, Mann. Beruhige dich, setz dich an den Tisch. Nein, ich und dann können wir uns normal unterhalten. Bitte schreib mich nicht an. Momo, wenn sie zu mir gegangen wäre. Schreib mich bitte nicht an. Ja, es ist blöd, halt zwischen zwei Parteien zu sein. Ich verstehe die Zwillinge halt, weil die grobe Art, wie das ausgedrückt wurde von Georgina. Aber sie ist halt so, ne? Ich sehe das nicht ein, dass mir so zwei kleine Mädchen auf der Nase rumtanzen. Und dann ist mir der Kran geplatzt. Gib mir was zum Anziehen! Was soll ich denn jetzt anziehen? Ja, sagst du mir das mal bitte? Hast du mir einmal was zu tun? Was soll ich anziehen? Du bist ein kleines egoistisches Miststück. Was hast du gesagt? Du bist ein kleines egoistisches Miststück. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Verstehst du es? Ich halt die Klappe! Schrei mich bitte. Halt die Klappe! Ich bin älter als du, Schatz. Oh, wie viel? 40! Ich würde dich als 40 einschätzen. Ach so, okay. Ich würde dich als 40 einschätzen. Die tun keiner Fliege was zu leide und dann hauen sie aber doch schon ganz schön raus. So dumm wie du bist mit aufgespritzten Lippen ist keiner. Tut mir leid. Also ich finde, der Kampf ist auf alle Fälle ausgeglichen. Also ich habe viel gesehen und erlebt, aber das, also
Diese zwei Mädchen sind für mich, also die sind für mich komplett unten durch. Da sieht man's mal wieder, wenn Frauen die Welt regieren würden, wäre überall Frieden. Also fast überall. Zum Glück gehen sich jetzt erstmal alle aus dem Weg, bevor die UN noch Friedenstruppen reinschicken muss. Herr, alles ist gut. Herr, komm. Sie ist ein Teufel. Sie soll sich ansehen, sie sieht 29 wie 40 aus und Botox ohne Ende. Nimmt sie beim Panaptan, sieht sie so hässlich aus, dass sie keiner mehr anspricht. Georgina hat sich gerade niveaulos benommen und nicht respektvoll. Und einfach, ich weiß nicht, so hat seine ihre Schwäche gezeigt. So ist jetzt Ruhe im Karton? Natürlich nicht. Während die Zwillinge ihre Tortenkleider wechseln, bahnt sich unter der Dusche neues Unheil an. Georgina plant eine neue Offensive. Natürlich absolut sportlich und fair. Ey, ich kratze denen jetzt die Augen aus, weil ich bin die Versace-Bitch. Also so Fäkalsprache wie Versace-Bitch oder so ist nicht okay. Okay, aber das hat doch gar keiner gesagt. Entschuldigung, dass wir nicht so arrogant sind und Versace nicht tragen. Ich hab denen nur gesagt, ich so, ey Mädels, so, pass mal auf, es ist unfair, ihr habt 2 Franken verloren, ihr kriegt keinen Schrank. Und die brüllen mich an. Ja gut, ich meine, da hast du natürlich schon das Selbstnetz gestochen. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, mit den Twins, die können sich einen Schrank wirklich teilen. Die wollen ihren Schrank sich ja nicht teilen. Und die Sache ist, es war so klar, dass aber die teilen doch alles, Mann. Die machen bestimmt auch, was weiß ich was, Dreier oder keine Ahnung, was die alles machen. Ja. Aber und, du hast vollkommen recht, da hat sie sich selber den Schrank verspielt. Ja, und nein, und sie hat gesagt, nein, und wen würde man am liebsten küssen, war eine Frage. Und alle haben gesagt, Melissa. Und sie sagt, nee, ich würde am liebsten Mo küssen. Wer ist nochmal für Melissa? Wer ist für Melissa? Wer ist für Melissa? Ja, Melissa, ja. Das, was du denkst, das meinst du. Nein, ich will den Mama nehmen. Sie stand schon vor Melissa. Weil sie schon vor, weil sie auf Mo steht. Okay, super. Weil sie ist ihre eigene Entscheidung. Weil sie dachte, sie ist schlau. Aber wenn sie auf die Tafel geguckt hätte, ich glaub, ist sie halt hinten. Ich glaube, sie hat das Spiel nicht verstanden. Du wärst Sage, Mensch. Ich kann ja nicht mal beleidigen, das ist schon wieder fast ein Kompliment. Jetzt bin ich nicht mehr der alleinige Twin-Hasser. Und die beiden sind aus der Fassung gefallen wie nichts anderes. Die sind richtig eskaliert. Und es ist auch gut so. Ich finde das persönlich ja gut, weil die ja eh nicht so meine Freunde hier sind. Und ja, Karma ist eine Bitch. Ne? Karma, Versace, alles Bitches. Mädchen, ihr könnt jetzt nicht aber weglaufen. Nein, wir gehen in die Starbucks kurz. Okay, weil ihr habt verstanden, dass ihr die Jüngsten seid. Wir haben schon alles verstanden. Und das Spiel verloren habt. Habt ihr verstanden, ne? Ist angekommen, ne? Wir möchten gar nicht mit ihr reden. Abgang Richtung Starbucks. Soll ich jetzt hier die ganze Zeit im Tennisrock rumlaufen oder was? Von seiner 12-Jährigen? Nee. Gerade in diesem Moment bin ich ein bisschen verloren, weil ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, weil ich habe eigentlich gar kein Problem, meinen Schrank zuzulassen. Aber ich möchte auch nicht, dass Georgina jetzt denkt, okay. Ja, aber ich sehe das nicht ein, dass diese 2 Göhren jetzt dann ihre kleinen Schränkchen kriegen mit ihren Zwillingsklamöttchen. Ich würde sagen, dass wir einfach die unseren Schrank zulassen, allgemein nur für Kate, dass sie die Sachen hinkriegt. Weil Kate ja wirklich angeschlagen ist mit diesem Kleiderschrank.